Junge, ist das schon wieder heiß. Ich sollte irgendwo hin, wo ich in kühles Wasser hüpfen kann. Irgendwo in der Nähe. Bloß wo? Unsere beliebte Frage-Antwort-Reihe geht für heute in die letzte Runde. Hannes Gscheidle aus Reutlingen fragt, kann ich unbeschwert mit dem Motorrad durch Baden-Württemberg reisen? Lieber Hannes, wir haben extra für dich beim Staatsministerium nachgefragt und folgende Antwort erhalten. Im Prinzip ja. Wenn Sie ein paar Regeln beachten. Je nachdem, seit wie vielen Wochen der Landkreis eine Inzidenz von weniger als 100 aufweist, gilt eine von 4 Öffnungsstufen. Je nachdem können Hotelübernachtungen bereits möglich, Gemeinschaftssanitäranlagen auf Campingplätzen aber noch geschlossen sein. Außenbewirtung ist in vielen Landkreisen wieder erlaubt, in manchen auch innen. Sie brauchen dazu einen Schnelltest, der nur 24 Stunden gültig ist. Für verschiedene Alltagsbereiche sind unterschiedliche Normen für Atemschutzmasken vorgeschrieben, etwa DIN-Euronorm 14683/2019, DIN-Euronorm 149/2001, KN95, N95, KF94, KF99 oder ein vergleichbarer Standard nach FFP2, beispielsweise CPA. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 100 greift zudem die Bundesnotbremse mit Beherbergungsverbot und nächtlicher Ausgangssperre. Wir wünschen Ihnen in jedem Fall eine erholsame Urlaubsreise in unserem Ländle. Na also Hannes, da geht doch schon einiges. Das war das Morgenmagazin, im Anschluss die Nachrichten. Alter, ist das kompliziert. Jetzt kann ich ja komplett knicken. Schweiz wäre schön. Die Regeln da sind auch viel reeller. Aber das komplette Ausland ist ja noch Risikogebiet. Das heißt, bei Rückreise Quarantäne, Testpflicht, Stasi, Überwachungsbürokratie. Ohne mich. Genau 8 Uhr. Die Kurznachrichten auf Radio Erevan. Berlin. Das Robert-Koch-Ministerium hat die Liste der Risikoländer aktualisiert. Einige Schweizer Kantone gelten nun nicht mehr als Risikogebiet. Darunter Graubünden und Bern. Auch Österreichs Bundesländer Kern... Der Grenzübertritt klappt problemlos. Dafür komme ich in der Dunkelheit nicht mehr ganz so gut voran. Bei Luzern biege ich falsch ab und fahre versehentlich in die Innenstadt. Auf der Autobahn der Nachtbaustelle, Sperrung, Umleitung. Gegen Mitternacht bin ich dann endlich am Brünig. In einer Viertelstunde bin ich da. Boah, was ist denn das? Also wer mit so einem Ausblick wohnen muss, kann einem ja schon leid tun. Das ist ja echt bitter. Unseren Ausflug mit dem TÜV verschieben wir auf den Nachmittag. Die Arbeit hat dann doch nochmal gerufen. Zum Glück nicht bei mir, sondern bei ihr. Mir ist es wurscht, so hab ich schon mehr Zeit zum Wachgammeln. Und ich hab ja noch was vor. Anbaden.
Der Sustenpass hat zwar noch Wintersperre, aber bis zum Steingletscher ist die Sustenstraße offen. Da oben findet sich sicherlich ein schönes Plätzchen zum Picknicken. Und ein Badesee hat es da oben auch, das weiß ich. Das Gute ist, wenn so eine Straße noch Sackgasse ist, dass da nicht so viel Verkehr ist. Einzig ein paar Sportwagen kommen uns entgegen, die schon auf dem Rückweg ins Tal sind. Sieht's aus? Hüpfen wir da unten jetzt noch rein, der Badesee? Keine Ahnung, ob du da jetzt noch reinhüpfst. Und was ist mit dir? Ja, du, nee. Ich bin ja eher der Typ Gletscherbach direkt an der Eiskante. Aber ich bin bedient für heute. Mir war es beim Trinken schon so kalt, meine Hände fühlen sich immer noch an wie Nadelkissen. Hm.
Ja, und was ist jetzt mit dir und Baden? Ach nee, ich hab's mir gerade anders überlegt. Wie jetzt? Erst das Maul groß aufreißen mit Badesee und jetzt kneifen? Ja, da oben im Winter habe ich mir eigentlich schon genug abgekühlt. Und außerdem zieht doch das Gewitter immer näher. Komm, lass uns lieber zurückfahren. Jetzt hast du also nicht bloß Angst vor dem kalten Wasser, sondern auch noch vor dem Gewitter. Interlaken scheint heute dem Weltuntergang geweiht zu sein. Da muss es ganz schön heftig abgehen da hinten. Aber wenn man das so aus der Ferne beobachten kann, hat es irgendwie was Gemütliches. Wir bleiben heute weitgehend verschont. Es ist echt der goldrichtige Ort hier, mir zum Wachwerden so richtig Zeit zu lassen. Zellig geht heute schaffen und ich habe heute auch was vor. Dazu eine kleine Geschichte. Das war so vor 3,5 Jahren. Da habe ich 2 nette Mimottos in der Schweiz besucht. Wer im Mimottos Reiseforum ist, wird wissen, wen ich meine. Genau, die Tigers, Pascal und Andrea. Da hat Andrea damals zu mir gesagt, wenn du jetzt nach Brienz fährst, dann gehst du auf den Ballenberg, da hat's ein tolles Freilichtmuseum. Damals habe ich halt was anderes vorgehabt, der Wanderung auf dem Brienzer Grat. Das mit dem Museum kannst du ja irgendwann anders machen. Aber wie es halt immer so ist mit dem irgendwann anders, dann machst du es halt doch nie. Ich habe jedenfalls beschlossen, dieses Wochenende ist es irgendwann anders. Es ist Samstag. Zum Glück hat das Gewitter einige Abkühlung gebracht. Aber schwül ist jetzt wie die Sau. Ich schwitz mir einen ab. Aber das Tolle ist, an fast jeder Ecke finde ich einen schattigen Unterschlupf oder Brunnen, an denen ich mich abkühlen kann. So lässt sich's da ganz gut aushalten. Das Museumsgelände ist riesig. Ich schaffe heute vielleicht gerade mal ein Zehntel von dem, was ich mir anschauen will. Das heißt mit anderen Worten, ich muss noch mindestens 9 Mal wiederkommen. Über meinen Museumsbesuch mache ich irgendwann dann auch nochmal einen Extra-Film. Klammer auf, kleiner Cliffhanger, Klammer zu. In dem Film hier soll es für heute mal genug sein. Wir schauen jetzt noch ein bisschen den Enten beim Headbangen und beim Moshpit zu, bis die dann auch zum Feierabend gerufen werden. Es ist immer noch saumäßig schwül, dämpfig und schwitzig. Was ich heute geschwitzt habe, das ist echt brutal. Ich brauche heute unbedingt noch ein Vollbad. Letzte Gelegenheit, weil morgen geht's dann schon wieder heim.
Unser Plan für heute: ein Stückle fahren wir noch zusammen. An irgendeinem Bahnhof setzt sie die Sozia dann ab, von wo sie mit der Bahn geschickt zurückkommt. Wir wollen auf die Panoramastraße Richtung Sörenberg und Emmental. Wir baden irgendwo unterwegs, im Lungerer See oder im Sanner See. Die Regenüberziehsachen bleiben konsequent im Gepäck. Es soll zwar heftige Gewitter geben, da muss man aber halt einfach schauen, die Wolkenlücken zu finden. Hat meine Wetter-App genau ausgerechnet, dass ich trocken daheim ankomme, da bin ich ganz optimistisch. Achtung Spoiler, wegen diverser widriger Umstände werde ich heute nicht zum Filmen kommen. Deswegen zeige ich den Rest der Geschichte im Trickfilm. Also, da halte ich mich gerade auf. Da muss ich heute noch hin. Peilung 28 Grad, Nord-Nordost, ungefähr halt. In dieselbe Richtung ziehen heute die Gewitterfronten. Auf der einspurigen Panoramastraße kommen uns zuerst gefühlte Massen von Fahrzeugen entgegen und dann das erste Gewitter. An den Seen fahren wir einfach nur vorbei. Unsere Prioritäten haben sich kurzfristig geändert. Kurz vor Luzern finden wir an dem Bahnhof einen Unterstand. Hier trennen sich ja unsere Wege. Ich lasse dem Gewitter noch ein bisschen Vorsprung, bis ich weiterfahre. Ab und zu ist die Straße nass, da muss es kurz davor geregnet haben. Aber von oben bleibe ich trocken. Unterwegs checke ich immer wieder das Regenradar. Der Plan wird aufgehen. Am Südschwarzwald wird es dann plötzlich ungemütlich. Nur ein kurzes Stück Autobahn, kaum bin ich drauf, schüttet es wie aus Kübeln. Keine zwei Minuten, ich bin nass bis auf die Haut. 14 Grad, nur zwei Stunden bis heim. Die Blitze am Himmel in meiner Blickrichtung sehen spektakulär aus, aber immer wieder halte ich an, um nicht voll danach zu fahren. So komme ich wenigstens unversehrt daheim an, nur kurz vor Mitternacht. Aber was war das für ein schönes Wochenende. Kurz mal in die andere Welt abtauchen. Anbaden erledigt, anduschen auch, herrlich erfrischend. Ich nehme das Gefühl mit heim, die Schweiz könnte mein diesjähriges Urlaubsland werden. Mal auf der Checkliste schauen. Was steht denn da drauf? Nur ein Punkt. Berge, Sonne, Wolken, Regen, Wälder, Wiesen und Seen. Könnte doch passen, oder? Klammer auf, zweiter Cliffhanger, Klammer zu.